Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute ist wahrscheinlich der schlimmste TFT-Tag, den ich jemals hatte. Ich habe onstream 11 Partien gemacht und musste leider davon unfassbare 8 in der Bottom 4 begegnen. Beenden. Und habe mich dann heute abendschrecklich Nacht nochmal hingesetzt, um quasi doch noch einen Banger liefern zu können, weil ich am Wochenende überlege, Stream frei zu machen. Und habe 4 Partien hintereinander in der Bot 4 beendet. Und zwar alle auch in der Bot 3, um ehrlich zu sein. Also es läuft wirklich gar nicht. Ich möchte allerdings trotzdem es noch einmal probieren, einen Banger aufzunehmen, was... Naja, hauptsächlich daran liegt, dass sich die Meta geschiftet hat. Und ich es immer ganz wichtig finde, dass sie bei mir auf dem Zweitkanal, wenn die Meta sich ändert, immer ein Video findet, was genau das erklärt. Denn Riot hat reagiert. Nach dem Patch am Mittwoch war Draven viel zu stark. Das habe ich euch direkt am Donnerstag ja auch präsentiert. Und Riot hat darauf sehr schnell reagiert und hat Donnerstagabend schon einen Mid-Patch, einen Hotfix gebracht, der Draven deutlich schlechter gemacht hat und das auch absolut berechtigt. Dadurch, was haben sie gemacht? Sie haben quasi jedes einzelne Augment, was man tatsächlich bei Draven bekommt, einfach deutlich verschlechtert. Das war auch tatsächlich bitter notwendig, wie ich finde. Deswegen habe ich da auch gar nicht so viel Kritik gegen. Hat allerdings im Endeffekt dazu geführt, dass natürlich schlaue Menschen sich sofort überlegt haben, was können wir stattdessen spielen. Und naja, wenn wir rechts durchgehen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 S-Reel-Spieler. Und das ist aktuell auch eine gute Quote. Es sind immer ungefähr zwischen 5 und 6, die S-Reel nehmen. Und das hat gute Gründe. Vorher allerdings vielleicht nochmal ein bisschen genauer dazu, was dann bei Draven genervt wurde. Beim ersten Augment in Stage 2 wurde der Drop Value, also das Gold, was ihr rausbekommt, wenn ihr tatsächlich eine Unit killt. Das ist ja dieses, wenn ihr eine Unit killt, habt ihr eine Chance, dass Loot droppt. Der Value dieser Loot Drops wurde erhöht. Oh, ich glaube, hier gäbe es übrigens eine Position für ein Play. Ich glaube, ich hätte 2 Sugar spielen können. Statt den Support 3-Star zu machen, also 2 kaufen und dann jetzt den dritten holen. Beide essen einmal und dann werden die Stacks der Sugar zusammengezählt. Aber das wäre hier tatsächlich ein Play gewesen, was ich im Eifer des Gefechts nicht gesehen habe. Was ich aber im Nachhinein ganz interessant finde. Ja, also der Gold-Value der Drops wurde generell verringert und bei Gold und Prismatic wurde auch die Chance auf die Drops verringert. Kommen wir aber kurz zu Ezreal. Das, was geändert wurde bei ihm am Mittwoch, ist das... die es mittlerweile damit zu tun haben, dass du immer noch Random Components zum Start der nächsten Runde bekommst. Allerdings including this round. Das ist neu. Das heißt, wir schlagen hier zu und kriegen sofort ein Item. Und das ist natürlich mega nice. Ja, das ist ein großer Unterschied zu dem, wie es vorher war. Oder der größte Unterschied, wie es zu vorher war. Wir müssen jetzt hier gucken, was wir sonst reinspielen. Wir haben noch ein Gold extra bekommen. Das klingt jetzt nicht viel. Das ist allerdings tatsächlich in einigen Situationen wie dieser hier durchaus ein Vorteil, weil wir dadurch nicht zählen müssen. Ich würde allerdings schon gerne... Oh, ich hätte zu viel gesellt. Ich hätte zu viel Gold. Gar nicht mit gerechnet. Wir können jetzt halt hier sowas spielen und sowas. Bei Draven wurden außerdem auch noch das zweite Augment genervt. Dann bekommst du Gold pro Runde. Das ist jetzt deutlich weniger. Und zu guter Letzt hat man auch das letzte Augment genervt, wo man ja eine gewisse Anzahl an Free Rerolls bekommt. Das war bis jetzt zum Beispiel in Gold 21 und sind jetzt 15. Ehrlicherweise immer noch nicht komplett terrible, ist aber halt deutlich schlechter als 21. In diesem Video möchte ich euch hauptsächlich erklären, warum jetzt so viele Leute Ezreal spielen. Denn auf der einen Seite hat man das natürlich gesehen, die Änderung am Mittwoch war, dass man halt diese eins dieser Items sofort bekommt. Das gibt dir direkt einen Powerboost, weil du startest ja klassischerweise mit 3 Komponenten. Wenn du dann eine vierte kriegst, kannst du im Best Case mit 2 vollen Start-Items, mit 2 vollen Items starten. Und das ist schon ein riesen Unterschied. Ich würde gerne Challenger-Unit spielen, aber ich finde keine. Sehr ungewohnt. Ist jetzt eigentlich seltener ein Problem. Aber hier halt eben schon. Mit Sugar noch was tankiger, der hängt halt hier sehr in der Luft, ne? Es gibt auch keinen Trade, der stattdessen nennenswert wäre zu erfüllen. Hoffen, dass wir diesen Fight gewinnen, aber gegen Double Trouble kann es gefährlich werden. Double Set, sehr tanky. Und jedes Mal, wenn Set ultet, kommt natürlich auch eine Talia ult. Als Bonus. Das ist mein Sugar, darf sich wahrscheinlich gar nicht bewegen hier. Knockup, Jump, Timo-Pilz. Aber dann frisst er trotzdem eine Unit. Legende. Das müsste aber meine Samira schaffen. Ne? Sehr stark. Okay, das bedeutet erstmal S-Ray natürlich. Kurzsätzlich. Ah, ist ja nice, ne? Da
bekommst halt ein Item mehr, aber gleichzeitig muss man auch den etwas größer denken. Was allerdings tatsächlich jetzt auch generell erstmal denken. Vielleicht wollen wir hier leveln, ne? Ich glaube, wir sind hier in einem Spot, wo wir behaupten können, wir verlieren nicht. Das hat immer noch gar nicht rein, die Samira, aber irgendwer muss das Rage-Bild halten, ne? Aber das ist jetzt schon gut, ne? Malzahar 2, Togar 2, Renekton 2. Ja, ein anderer Punkt, der für Estuary spricht, und den fand ich sehr, sehr spannend, weil ich ihn am Anfang tatsächlich nicht gesehen habe, ist, dass man die Power der Combat Augments durch die Bank weg genervt hat. Das heißt, Mittwoch war so ein ganz klassischer zweiter Patch eines Sets. Man hat quasi gesagt, okay, guck mal, alles, was jetzt zu viel Winrate hat, wird genervt und alles, was zu wenig Winrate hat, kriegt einen Buff. Im Groben. Was man allerdings bei den Combat Augments gemacht hat, ist tatsächlich recht rigoros zu sagen, ey, wir reduzieren das Power Level von diesem. Was aus meiner Sicht nicht falsch ist oder so, ne? Versteht mich da bitte nicht falsch. Ich finde das schon durchaus berechtigt, dass man halt eben sagt, okay, das Power Level ist insgesamt zu hoch, deswegen reduzieren wir das. Wozu es allerdings dann ein Stück weit geführt hat, ist, dass wenn das Power Level von ist ja jetzt nervig mit euch beiden hier. End of Justice spielen, nicht sonderlich, ne? Wenn das Power Level von Combat Augment sinkt, dann steigt natürlich im Verhältnis dann entsprechend das Power Level, was man durch die Items bekommt, weil sie halt eben dann einflussreicher sind. Und das macht dann schon durchaus einen großen Unterschied. Das hier ist jetzt hier übrigens ein Engel. Aber vielleicht ist eher das. Man droppt die Rek'Sai. Spielt zwei Sorcerer. Ich will halt die Samira nicht aufgeben, ich weiß gar nicht warum. Aber sie muss Damage macht, ne? Schon ein ganz guter Grund eigentlich. Schwer einen guten Spot zu finden für meinen Void. Ja, und dadurch, dass das halt eben so ist und man gesagt hat, okay, guck mal, die Combat Augments werden weniger einflussreich, verstehe ich dann durchaus, dass entsprechend die Items eben noch relevanter wären. Ich hätte die eigentlich gern halten, aber ich glaube, es ist zu teuer. Ich spiele halt gerne in Void, weil sie mit diesem Void-Knockup gut synergiert und Multicaster mit Velkos ist und dies, das. Aber ich glaube, unsere Aufgabe ist hier nicht, Void bis zum Ende zu spielen. Das habe ich tatsächlich letzte Runde probiert, weil ich Void-Emblem hatte, aber wie ihr oben sehen könnt, lief es nicht so gut. Ah, noch ist nicht aktualisiert. War aber noch ein Sechster. Ah, jetzt ist es aktualisiert. Alter, was ein Timing. Es wird manchmal später aktualisiert, weil die anderen ja noch weiterspielen. Wenn ich schon raus bin. Ja. jetzt natürlich die Frage, ob wir gegen die anderen Top-Dogs gewinnen. Ich glaube, gegen ihn verlieren wir. Oh, gegen ihn verlieren wir auch. Das ist natürlich awkward. Ich glaube, wir stellen uns ganz links hin. Ich bin quasi an den Swain vorbei. Sehr risky, ne? Uiui, hoffentlich rennt die Katja nicht in meine Backline. It works. Ich werde hier tatsächlich sogar Rek'Sai sellen, weil ich nicht vorbeute, halt großartig weiterzuspielen. Aber mein Schum mit seinen 120 extra Health hier tatsächlich relevanter ist als die Rek'Sai. Und ich den Renekton nicht abgeben werde, weil er auch einen guten Übergang into Shurima gibt. Was wir hier immer noch spielen können. Also man versucht natürlich da ja, direkt wieder. Man versucht natürlich im. Kriege ich hier einen Cho'Gath-Fiester? Nee, ne? Ich ihn so platziere und der dann so rennt. Also ein Cho'Gath-Stack. Der ultet halt zu früh, ne? Da hat das Ding halt leider noch zu viel Leben. Man versucht natürlich dann im Early Game Items zu slammen, die halt im Best Case more or less in jeder Comp funktionieren. Das heißt, Rage Bait ist sehr, sehr universal einsetzbar und die ganzen Tank-Items, das wirklich durch die Bank weg, sind auch alle immer sehr, sehr gut. Das ist die beiden hier, kann ich ja wirklich in jeder Comp spielen. Dragonclaw mittlerweile für mich wieder ein bisschen relevanter. Ich hatte mal angesprochen, dass ich es nicht so gut finde, weil halt niemand AP-Comps spielt. Aber dadurch, dass Azir jetzt aktuell eine der aktuell wahrscheinlich drei S-Tier-Comps sind, Darius, Kata, Azir und Yasuo Kaiser. Solo hatte heute lange Zeit noch Aphidios im S-Tier, hat das allerdings dann später revidiert. Aus meiner Sicht doch durchaus berechtigt, weil da einfach nicht ähnlich viel Power drin steckt.
die aus meiner Sicht eben in den anderen Comms. Leveln, um Winstreak zu halten, hier durchaus ein Thema. Ich kann mir vorstellen, dass das beide anderen nicht machen. Oh, er macht's. Oh, er hat Multicaster 4. Ah, habe ich nicht getraut, gegenzuhalten. Weil das Risiko halt auch relativ hoch ist, wenn es nicht klappt, ne? Da wird es unangenehm. Sugar hat übrigens ein bisschen zu viel Mana, aber ich will ihn ja nicht bis zum Ende spielen. Also ich denke, das war schon fein. Mit der zweiten Ult frisst er manchmal auch was. Also, frisst manchmal was auf. Das fressen tut er ja meistens. Meine Überlegung war hier Level und Irelia rein. Ui. Schon knappe Kiste. 25, 26. Nicht den Unterschied. Das ist nicht so gut. Sparring Gloves haben wir zu wenig. Level up? Weiß ich nicht, ja. Bei den Prismatics muss ich sagen, weiß ich auch sehr wenig, was gut ist. Ich habe 2 Units mehr. Wir probieren es mit Level Up. Wir stehen ja eigentlich sehr gut da und wir haben halt in 3 jetzt nicht gelevelt. Jetzt schon weak, ne? Scheiße. Er lässt sich nicht lösen. Sind wir jetzt halt erstmal schwach. Ah, Double Trouble. Double Talia, Double Set. Das ist so ziemlich die S-Tier-Variante des Ganzen. Weil hier sieht man es jedes Mal, wenn dieser Knockup rauskommt, schießen beide Talias. Alter, mein Schuh wurde so in der Gegend rumgeworfen, dass er quasi auf der anderen Seite wieder rauskam. Haben sogar noch einen Kill mehr bekommen. Jetzt gar nicht unbedingt mit gerechnet. Ja, Level Up hat natürlich mehrere Optionen. Wir hätten jetzt hier quasi auch schon 7 gehen können. Was dann auch einen positiven Nebeneffekt hat, dass du sehr schnell deine Focus-Units kriegen kannst. Auf der anderen Seite kannst du allerdings halt auch Gold sparen, in der Hoffnung, dass du halt vielleicht sogar ein Level 9 hättest. Müssen wir jetzt mal gucken, was der Rest spielt. Der ist noch relativ unentschlossen. Hier haben wir es mit Petrova zu tun. Allerdings hauptsächlich mit Zorn 5 oder 6 wird sein Ziel sein. Wenn der Multicaster kommt, das sieht ein bisschen so aus, als hätten wir mehrere Meta-Comps hier offen. Wir haben hier einmal Strategist. Aber das ist Double Trouble. Ja, wir haben mehrere Comps, die halt eben ein bisschen, ja, ehrlicherweise auch einfach spannender sind. Also echt coole Comps als der Standard-Kram. Was allerdings natürlich auch bedeutet, dass mehrere Comps offen sind, die das Potenzial haben, zu den Besten zu gehören. Gott. Da kriegen wir überhaupt kein Damage durch. Noxus sieht besetzt aus. Azir schien noch frei. Muss aber natürlich sagen, dass auf dem Niveau die meisten Spieler in der Lage sind, halt noch eine Transition zu spielen. Ich hoffentlich einbegriffen. Begriffen? Begriffen. Ich denke, der Double Trouble-Spieler sollte wahrscheinlich talieren. Aber man sieht es hier, ne? K3. Das ist die Noxus-Variante. Ionia 6. Oh, die nehmen das alle. Giant Grab Pack. Ist das so gut? Noch ein Noxus-Spieler. Der Double Trouble-Spieler. Der Multicaster 4-Spieler. Petrova-Spieler und Tagan. Viele coole Comps dabei, ganz ohne Frage. Ich denke, am interessantesten für mich ist probably die Azir-Comp hier zu spielen. Wir brauchen aber natürlich noch so ein paar Units, die wir nicht haben. Nämlich basically alle. Aber ich glaube, Azir entweder mit einer Menge Shurimas oder eben die Variante mit also die mit einer Menge Shurimas oder mit einer Menge Strategist. Ich weiß tatsächlich aus dem Twitch-Chat heraus, dass viele von euch die Strategist kommen sehr feiern. Deswegen wäre es wahrscheinlich cooler, die zu zeigen. Auch weil es wirklich eine coole Comp ist. Also ich mag sie persönlich auch sehr.
hat tatsächlich einfach den Hintergrund, dass Strategist am Mittwoch halt eben auch gebufft wurde. Und es vorher tatsächlich schon etwas war, was einige Koryphäen sehr gerne gespielt haben. Dass wir hier verlieren, ist jetzt keine große Überraschung, obwohl wir gerade gelevelt haben. Also Level in Toulouse ist natürlich mein Klassiker. Ist aber hier auch wirklich nicht allzu besorgniserregend. Weil wir ein, also uns fehlt ja ein Combat-Ork. Wir müssen auch levelmäßig ja, deutlich über den anderen sein. Oder um da konkurrieren zu können. Mein Sugar hat übrigens immer noch 120 Bonus-Stacks, wie auch schon vor 700 Jahren. Mal wieder so ein bisschen gucken. Der könnte tatsächlich noch in Azir switchen. Die Noxus-Spieler sind meistens relativ festgefahren. Die Ionia Six, da willst du eigentlich auch nicht mehr raus. Ist ja auch einfach ein guter Spot. Dass ich die ganze Zeit immer noch eine Samira als Main-Carry spiele. Ist auch wirklich absolut offensive von mir. Ja, der braucht unbedingt Level 6, weil Kale ab Level 6 mehr Damage macht. Für mich wird es trotzdem reichen, denke ich. Was ihn wahrscheinlich aber nicht mehr glücklich macht, weil ich gehe davon aus, dass er gerade eigentlich eine sehr attraktive Loot-Trigger am Laufen hat. Die er jetzt von mir versaut kriegt. Da tut mir ja fast leid. Jo. Der hat natürlich Tiny's Titan. Die zwei, High 2 Health. Nach jedem Fight. Aber auch das wieder eine sehr gute Niederlage für uns gewesen. Also da können wir sehr gut mit leben. Ja, und dann ist halt die Frage, ob wir auf Level 8 rollen oder ob wir direkt durchgehen nach 9. Weil gerade die Shurima-Comp lässt sich eigentlich im Late-Game auch gut ab... ja. Abriegeln ist das falsche Wort, ne? Aber gut verbessern. Indem man dann halt nochmal nachbessert. Uiuiui. Und das ein oder andere Item, die verkaufen wir lieber, weil sonst haben wir hier einen Warwick 2, den wir eigentlich gar nicht wollen. Dich nehmen wir gerne. Den Jarvan können wir schon mal gerne nehmen. Fürs Augment sollten wir jetzt ein bisschen die Comp wechseln. Wahrscheinlich auch Void raus, weil wir es auch auf gar keinen Fall wollen. Shurima hätte ich noch reinstellen sollen, my bad. Mittlerweile ist Spellcrit ziemlich in Aufasier, ne? Ja, da habe ich mir vielleicht ein bisschen viel Damage gegönnt. Ich glaube, wir müssen jetzt auf Level 8 rollen, um uns zu stabilisieren. Jetzt viel Bullshit drin, ne? Ja. Hätte lieber Shurima drin. Oh, lol. Ah. Oh, so sorry, hard, weiß ich nicht. Oh, Natural fühle ich da schon eher. Ja, komm, wir gehen 9. Was soll der Geiz? Ja. In einem ersten Zuge kann man das wahrscheinlich spielen. Okay, war close. Kommen aber dadurch auch nochmal plus 3 Gold, also ist gar nicht so bad. Jarvan 2, not bad. Ja, yeah, und jetzt haben wir natürlich ein bisschen das Problem, welche Unit nimmt man mit?
Das war nicht so gut wegen All Natural, ne? Ja, letzte Seite für Azir. Spellcrit ist mittlerweile in, aber wird hier natürlich ein bisschen schwierig. Giant Slayer wäre fein. Einfach irgendwie Ravadans oder so spielen. Was mit AP, I guess. Jarvan noch eine Ult. Wichtig. Kann uns halt HP saven. Just auch, sehr gut. Deutlich weniger Damage bekommen als vielleicht befürchtet. Den Azir nehmen? Schon, ne? Wenn der Azir nicht auf 2 kriegt, ist das hier ein relativ fruchtloses Unterfangen. Müsste halt jetzt eigentlich. Garen finden wäre ganz cool. Aber der Mann spielt halt echt schon jemand durch. Oh, daran habe ich nicht gedacht. Scheiße. Dann ist All Natural gar nicht gut. Wir kriegen ja die ganze Zeit extra Units. Ja, Strange viel gibt mittlerweile ein 500er Schild. Das ist natürlich sehr, sehr saftig. Da bin ich auch ein großer Freund von. Damit Gunblade will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt auf meiner Seele spielen, bin ich ehrlich. Wenn irgendwer hier Reduction hat, dann fühlt sich das schon sehr useless an. Warum liegt mein Aatrox eigentlich noch? Finde ich. Wäre ja eigentlich dafür da zu sterben. Okay, sehen durch den Azir 2 natürlich jetzt sehr stabilisiert aus. Was mir sehr gefällt. Keep your enemies close and me closer. Der Aatrox ist natürlich ein cooler Fit hier, aber. Aber bis zum Ende werde ich den nicht spielen können. Wir müssen jetzt kurz mal sowas irgendwie durchatmen. Um mal wieder auf 10 Gold zu kommen, wäre ja auch mal ein geiles Feeling. Wir haben mich hier für Chalice entschieden. Ja, gibt im Endeffekt einfach 20 AP für meinen Azir. Der halt gerade so ein bisschen allein unterhalten ist. Jetzt hittet er leider eine Unit mit Everfrost. Da tut durchaus weh. Aber der Teemo schießt zumindest die ganze Zeit ein bisschen was in die Backline. Irgendwann macht er damit auch Schaden. Nice. Ja, glaube ich, war sehr risikoreich, hier direkt 9 zu gehen, aber ich denke schon, dass es klar geht. Ja, und das ist halt, also es wird hier halt langsam echt ein Problem dann. All Natural war nicht so smart. Kassante. Javans Restart kann ich mir ja nicht leisten. Ja, da kommen ja noch richtig viele Items. Ja. Schwenkler haben wir schon. Aber das gefällt mir da besser. Tut ein bisschen weh, das alles hier.
Ja, wir haben schon hier Reduction über Cassio und Teemo, aber ich habe das Gefühl, mehr hält besser ist hier das Thema. Ich denke, wir werden hier nicht die Lux-Variante spielen. Auch wenn ich sie gerne gezeigt hätte, aber wir spielen hier eine etwas merkwürdigere Abhandlung der klassischen vier Strategist-Comp. Der Swain halt noch rausfliegt für Shen, ne? Wenn wir hier Shen haben, ist es schon nice, ne? Dann haben wir Invoker und Bestien. Würde sie schon sehr anbieten. Teemo ist hauptsächlich drin, auch wegen Multicaster. Könnte natürlich auch nochmal überlegen, irgendwie Richtung Noxus zu gehen, aber ich denke, das ist es eher nicht. Junge. So close. Aber mein Azir steht nicht in Range von der Sona-Ult. Stand nicht in der Range von der Sona-Ult. Okay, ist ganz selten, dass ein Atmux rauskommt und noch was macht. Also da muss man ihn echt loben für. Das war schon deutlich besser als das, was man gewohnt ist. Haben wir zwar nur Strangers 3, aber die Trades, die dadurch noch reinkommen, sind natürlich echt schmackhaft. Ja, All Natural ist echt völlig für den Arsch hier. Aber naja. Ja, ist niemand doof genug, seine Units da ganz außen hinzustellen. Das heißt, lieber schicke ich den Cassandra ein bisschen mittiger. Er profitiert wenigstens von All Natural. Aber gibt halt einfach Augments, die in gewissen Portalen halt ein bisschen schwächer sind. Hier habe ich mir auf jeden Fall eins gegönnt, was dem, was ich spiele, nicht ganz so gut ist. Sag mal, Cassandra, verstehst du das Prinzip deines Champions? Kannst du aufhören, die in meine Basis zu schmeißen? Okay. Hab nichts gesagt. Somehow it works. Und das Tankiges wäre gut. Tankiges scheint hier nicht drin zu sein. Spiele ich Edge of Night einfach für meinen Aatrox? Oder auf meinen... Oh, ich glaube, Cassandra kann, glaube ich, seinen eigenen Kick dadurch interrupten. Das wäre natürlich nicht so sinnig. Ja, jetzt würde ich eigentlich nur noch für Kleinvieh rollen hier. Stellt sich natürlich jetzt trotzdem die Frage, ob es hier noch bessere Comps gibt. Also Lux spielt man halt eigentlich sehr, sehr gerne. Diesen Kompositionen. Oh shit. Okay, aber Edge of Night actually sehr hilfreich, ne? Gucken wir mal Aatrox an. Okay, das... Ja, Edge of Night wurde einfach in der allerersten Sekunde direkt komplett durchgebockt. Aber sie ist dadurch auf Talia drauf. Gemerkt auf Talia 1. Also, auf eine der Talias, nicht Talia 1. Und die Talia ist 3-Star. Okay, dank Dragonclaw und Edge of Night gewinnen wir tatsächlich gegen den Top Dog. Jetzt halt die Frage, ob wir hier tatsächlich noch Level 10 kommen können. Bei Rollen fühlt sich halt echt nicht so gut an. Würde mir 10 viel bringen. Könnte Lux spielen, Teemo raus. Vielleicht doch eine Massia-Unit rein. Das klingt jetzt schon immer ganz nett, aber... Ich würde einfach Swain wieder spielen, aber das macht auch nicht so wahnsinnig viel, ne? Scheiße. Taric 2, Soraka, Taric 3, Soraka 3, Kassadin 3. Aus welcher Hölle ist das denn entsprungen?
Zumindest der Kassadin wird hinten hoffentlich jetzt rausgeprügelt. Sehr nice. Ganz stark von Cassante diesmal. Muss man ja auch mal lobend erwähnen, ne? Okay, es gibt gar nicht genug Heal Reduction, oder was? Das ist ja extremst wild. Jetzt geht das hier schon wieder weiter, ne? Noch eine Dragon Claw. Ich brauche sehr viel Magic Damage in der Lobby, ne? Da hat noch eine Warmox. Was ist denn Rise? Oh, tatsächlich hilft er mir. Der kleine Duplikator hier. Also, ich krieg 10 Gold. Dann könnte ich quasi noch eine Unit stellen. Oder ich roll jetzt für Aatrox 2. Ganz schweres Brett. Auf geht's, Cassante. Schmeiß die Sage raus mit dem Everfrost. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist leider selber nicht hinterhergejumpt. Ich weiß nicht genau, warum. Aber allein das Everfrost nicht vormasiert zu haben, ist halt schon mal echt Gold wert. Leider ist es jetzt irgendwie doch vormasiert. Aber jetzt kickt das wieder weg. Dadurch geht das hier auf Seri. Verliert allerdings der Akku dann wieder wegen Sonias. Geht dann auf Urgot. Junge, 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 was ein Fight. Hier macht mittlerweile tatsächlich Schaden, ne? Ja, kann nicht genug Aatroxis geben. Aatroxis? Sollte halt meinen Aatrox one-shotten. Ist mir doch egal. Schöner CC. Aatrox ist nervig. Schön, Javan hat das nochmal überlebt. Ja, der Sein ist wirklich sehr tanky. Aber ich glaube nicht, dass der da durchkommt, oder? Der Darius, du müsst jetzt alle hintereinander weg one-shotten und der Nasus alleine. Nee, den holt er nicht. Oh mein Gott, Leute, ich kann es nicht fassen. Das erste Top 2 seit 10 Games. Ist es wirklich soweit? No one knows. Ja, ich glaube dir, dass du der World Ender bist, Bro. Ein krasser Typ. Keine Ahnung, wie man hier aufstellt, um ehrlich zu sein. Ich denke, Cassante einfach vorne drin. ZZ Rod irgendwann noch rein. Cassante muss halt eine Ult durchkriegen. Best Case 2. Okay. Ich weiß gar nicht, lebt der noch? Oder? Nee, ne? Aatrox Fokus, das ZZ Rod des Todes. Aber danach ist er durch. Meine Damen und Herren! Es hat nur 11 plus 5, 16 Aufnahmen gebraucht. Aber jetzt konnte ich euch Gott sei Dank wieder einen Banger präsentieren. Ezreal. Die tatsächlich noch, oh mein Gott, ich krieg nur 36 für einen Win. Ach du Scheiße. Ezreal ist tatsächlich die neue Legend, die ihr spielen solltet.
Die danach könnt ihr tatsächlich in verschiedene Richtungen gehen. Wir haben viele von ihr gesehen. War natürlich aber mit der Prismatic Lobby auch ein krasses Power-Level. Darius Cutter geht aktuell als absolut S-Tier. Sind ein bisschen von der Mitte hier abgewischen, um das hier aber vielleicht noch einmal aufzugreifen. Azir, Kaiser Yasuo, Darius Cutter, das sind so die Top. Aphidus, ganz nice. Kalista, völlig underrated. Gerade wenn ihr Shadowheads plus 1 habt, finde ich eine absolut krasse Comp. Schaut ihr euch auf jeden Fall an. Warwick mit Hero Augment und auch Kasari mit Hero Augment sind beide tatsächlich mittlerweile sehr, sehr relevant. Das heißt, gönnt euch da. Und ich hoffe, ich konnte euch gut erklären, warum man Estri spielt. Ich habe wirklich viel Zeit investiert, freue mich sehr. Deswegen, wenn ihr euch dieses Video gefallen habt, ihr auch ein Like und sowas da lasst. Und ansonsten gibt es morgen dann nochmal einen Bang aus dem alten Patch, weil wir sonst auch keinen mehr hatten. Und dann gibt es den nächsten am Montag. Kann sein, dass Montag ein Tag ausfällt, weil ich brauche echt ein paar Tage Pause. Also ein paar Tage, zwei Pause, weil ich echt einfach platt bin. Deswegen, danke für euren Support. Macht's gut. Euer Johnny.